Guten Abend und willkommen. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie bei uns sind, auch hier in Berlin. Wir senden live natürlich wie immer. Bislang war die SPD dafür berüchtigt, dass sie sich nach Wahlniederlagen selbst zerlegte und den oder die jeweilige Vorsitzende so massiv in Frage stellte, dass sie kein Bein mehr auf den Boden bekam. Seit dieser Woche wissen wir, das kann die CDU auch. Die Führungsfrage ist deshalb unser Thema zur Halbzeit der Großen Koalition. Wissen CDU und SPD eigentlich noch, wo sie hinwollen und vielleicht auch, was sie noch miteinander wollen? Dazu sind heute Abend bei uns CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der Vorsitzende der Jusos Kevin Kühnert, die Autorin und ehemalige Piratenpolitikerin Marina Weißband, die heute Mitglied der Grünen ist, die Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post Christina Dunz, die eine Biografie über Annegret Kramp-Karrenbauer geschrieben hat, und der Journalist Gabor Steingart. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Am Ende des Wahljahres 2019, und da sind wir schon, liegen die Nerven blank. CDU und SPD im Jahr 2019. Eine Wahlschlappe nach der anderen. Beiden alten Volksparteien müssen neue Antworten einfallen. Weil die Ergebnisse so desaströs sind. Zuletzt am Wochenende das Thüringen-Debakel. Die SPD verzweifelt auf der Suche nach einem Führungsteam. Die Nase vorn hat derzeit ein Paar, das die GroKo befürwortet. In der CDU ist ein Machtkampf entbrannt und wird öffentlich ausgetragen. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, will die K-Frage geklärt wissen und findet, dass eine unklare Führungsfrage da ist, insbesondere auch in der Frage, wer für uns zukünftig im Kanzleramt arbeiten soll. Ein Angriff auf die Parteichefin, die immer betont hat, dass die Kandidatur erst im kommenden Jahr geklärt werden solle. Wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entschieden werden, der hat auf dem Bundesparteitag dazu die Gelegenheit. Ein altbekanntes Gesicht heizt die Debatte weiter an. Friedrich Merz beklagt: Die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin. Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht die Einzige, die hier im Mittelpunkt der Kritik zu stehen hat, sondern es gibt auch andere. Und das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht. Aus der Partei kommt heftiger Widerspruch. Ich glaube, das ist eine Debatte, die im Moment gerade von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele erreicht haben in ihrem Leben. Aber das ist eine Sache, die sollten sie mit sich persönlich ausmachen. Und das sollten sie jetzt nicht in die CDU reintragen. Herr Steingart, hat Daniel Günther recht, dass Friedrich Merz nur aus persönlichem Frust um sich schlägt? Glaube ich nicht. Vielleicht auch. Aber nicht nur. Sondern auch? Ich glaube, die Führungsfrage ist sozusagen objektiv aufgeworfen. Die ist dann aufgeworfen, wenn eine Mehrzahl der Deutschen, vielleicht auch der Parteimitglieder, nicht automatisch der Meinung ist, wie das bei Helmut Kohl oder bei Gerd Schröder der Meinung war, die Person kann es uns in eine Zukunft führen. Und ich glaube, das ist objektiv sozusagen ganz ohne Polemik hier der Fall. Die Führungsfrage ist gestellt. Herr Ziemiak, macht Friedrich Merz in Wahrheit Ihren Job, weil er die Wahlniederlagen und auch die großen Verluste der CDU analysiert, sie mit der Führungsfrage erklärt und auch damit, dass das gesamte Erscheinungsbild der Bundesregierung grottenschlecht sein, was er vor allem der Bundeskanzlerin, aber auch der Vorsitzenden anlastet? Also ich teile solche Pauschalurteile nicht, denn das Erscheinungsbild, ist ja gar nicht pauschal. Das Erscheinungsbild der gesamten Bundesregierung grottenschlecht. Schauen Sie sich mal an, was beispielsweise Jens Spahn auf den Weg gebracht hat als Bundesgesundheitsminister. Viele Gesetzesvorhaben, die wir auch durchs Parlament gebracht haben, die gut sind. Wir haben noch einiges vor. Insofern ist es etwas, was das Erscheinungsbild ist nicht gut. Es ist aber nicht so, dass es nur schlechte Dinge gab. Und jetzt geht es um die Frage, was wollen wir eigentlich noch erreichen in dieser Bundesregierung und bis zur nächsten Bundestagswahl? Und es geht darum, und das sage ich auch mal ganz deutlich, es geht darum, wofür steht die CDU auch über das nächste Jahr hinaus. Wir können jetzt lange über den Status quo sprechen. Wir sollten uns aber mit der Frage beschäftigen, warum haben wir Wähler verloren? Wofür steht die CDU? Und unsere Mitglieder erwarten auch, dass sie wissen, wofür wir stehen und wie sie auch sprechen sollen.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja selber gesagt, es gäbe ein unruhiges Erscheinungsbild, das sei entstanden. Es ergäbe sich auch aus dem Umstand, dass Parteivorsitz und Kanzleramt eigentlich in eine Hand gehörten. Hat die CDU mit der Konstruktion aus den beiden Frauen also dann doch ein echtes Führungsproblem? Und die Führungsfrage wäre die Hauptanalyse, die Sie jetzt zu tätigen hätten, um zu verstehen, warum Sie immer mehr an Stimmen verlieren. Also die Führungsfrage innerhalb der Partei haben wir ja mit einem, wie ich finde, auch im Vergleich zur SPD, mit einem guten Verfahren Ende letzten Jahres beantwortet. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat diese Wahl für sich entschieden. So, und die nächste Frage, die zu beantworten sein wird, wird die Frage sein, wer wird Kanzlerkandidatin, wer wird Kanzlerkandidat? Und das auf dem nächsten Parteitag 2020. So ist der Fahrplan. Und bis dahin müssen wir auch mal ein paar inhaltliche Hausaufgaben machen. Wir haben jetzt gesehen, dass in der Trennung Kanzleramt und Parteivorsitz brauchen wir, glaube ich, gar nicht drum herum zu sprechen, ist es so, dass auf Dauer das in eine Hand gehört. Frau Weißband, hat die CDU ein echtes Führungsproblem, möglicherweise auch dem Umstand geschuldet, dass es eine angeschlagene Vorsitzende und eine schweigende Kanzlerin gibt? Ich weiß nicht, ob das Führungsproblem wirklich das größte Problem der CDU ist. Ich erlebe die CDU jetzt in dem Status, in dem die Piraten schon vor ein paar Jahren waren, was ich ganz lustig finde, wo man sich auch mal gerne per Twitter basht. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass die CDU im Moment nicht in der Lage ist, zukunftsfähig wirklich Antworten zu liefern auf drängende Probleme, die es in dieser Gesellschaft gibt, und eine kohärente Vision von der Zukunft zu zeichnen. Ich glaube, wenn diese Vision da wäre, wäre es beinahe egal, wer an der Spitze steht, sondern diese Person müsste das einfach nur kommunizieren können. Wir suchen nach Antworten. Wir sind in einer Zeit des Umbruchs. Wir kommen von der Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft. Viele Dinge laufen schief und viele Dinge werden erst morgen schief laufen. Das spüren die Leute. Und auf diese Dinge kommen keine Antworten von der CDU. Und das ist das viel größere Problem, als wer da oben jetzt welchen Posten hat. In 3 Wochen, Frau Dunz, ist Bundesparteitag der CDU. Dieser Parteitag war eigentlich genau dazu da, um Grundsatzfragen zu stellen, nicht aber zwingend Personalfragen zu behandeln. Das scheint sich jetzt ein bisschen anders zu entwickeln, weil Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, wir haben den einen O-Ton eingespielt. Sie hat das aber auch noch bei einer Veranstaltung in Neuss gesagt, weil sie gesagt hat, wer die Führungsfrage stellen wolle, der solle das eben auf diesem Parteitag tun. Und Friedrich Merz hat inzwischen durchblicken lassen, er werde sich mit einer Rede zu Wort melden, einer programmatischen Rede. War es ein Fehler, dass Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt so viel Platz gelassen hat? Also ich würde sagen, es war erstmal mutig und risikobereit. Und das zeichnet sie auch aus. Das kann sie. Das weiß man auch aus ihrer politischen Laufbahn im Saarland. Frau Merkel hätte das so nie gemacht. Die hätte diese Provokation nicht gewählt. Und alle die versuchen wollen, Frau Kramp-Karrenbauer auch zum Beispiel über die Abstimmung, über den Antrag der Jungen Union, den sie einbringen wird, nämlich eine Urwahl zu veranstalten. Die Kanzlerkandidatur genau per Urwahl zu entscheiden, da glaube ich, ist ein Risiko für Ihre Partei, Herr Ziemiak, weil man kennt, wie sich eine Dynamik entwickeln kann. Also wenn man sich mal erinnert, wie die SPD 1995 im Glauben, Rudolf Scharping würde wiedergewählt, in diesen Parteitag gegangen ist und Herr Lafontaine an dem Mittwochabend eine große Rede gehalten hat und alle gesagt haben, der kann nicht mehr kandidieren, weil ja die Antragsfrist abgelaufen ist, und am Donnerstag, 18 Stunden später, war er Parteivorsitzender. Und ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer damit etwas aufgemacht hat, dass jetzt alle in sehr kurzer Zeit, in 3 Wochen, noch mal richtig nachdenken können. Auf der anderen Seite ist sie ja jemand, der dann Dinge auch klären will. Und das finde ich ehrlich gesagt mutig. Das ist auch ungewöhnlich jetzt für die Partei. Das kennt man nicht von Frau Merkel. Aber sie geht damit ins Risiko, ins Offene. Und das kann eine Chance für die CDU sein, die Sache schnell zu klären. Kann es auch, Herr Kühnert, eine Chance für die Koalition sein? Oder ist das eine weitere Belastung, wenn auch die CDU jetzt das macht, wofür eigentlich die SPD bekannt war, nämlich, dass sie sich mit sich selbst beschäftigt?
Also wir haben freilich genügend eigene Probleme in der Partei. Deswegen habe ich mir für heute Abend vorgenommen, jetzt nicht auch noch die internen Konflikte der CDU dazu zu kommentieren. Finde ich tatsächlich auch keinen guten Stil. Mich interessiert das, was sich dann auf der Ebene der Regierung abspielt. Weil da geht es nicht mehr um Parteiinternes, sondern da geht es um tatsächliche Politik. Und deswegen interessiert mich weniger die Rolle der Parteivorsitzenden der CDU, sondern mich interessiert tatsächlich, warum wir eigentlich von der Kanzlerin nichts hören. Wir sind irgendwie alle daran gewöhnt. Sie ist mal sehr lautstark bei ihrem ersten Wahlkampf 2005 gestartet, hat da schlechte Erfahrungen gemacht mit einem sehr dezidierten Programm, ist mit der Zeit immer leiser geworden. Und jetzt können sich ja alle zu Hause mal fragen, wann haben wir denn in den letzten Wochen und Monaten, also wer hat ein letztes Zitat von Angela Merkel in Erinnerung? Und zwar nicht, dass sie sich freut, jetzt gerade in Indien sein zu können, sondern zu einer politischen Frage, zu dem Syrien-Vorstoß von Frau Kramp-Karrenbauer, der viele bewegt hat und auch Streit in die Koalition getragen hat, zur Grundrente, wo heute das Treffen für morgen wieder auf Wunsch der Union verschoben worden ist. Wir haben jetzt auch noch die nächste Woche Zeit, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, aber das sind alles Themen, dazu erwarte ich Führung von der Kanzlerin dieses Landes und da erwarte ich dann auch, dass die eigene Partei ihr dann auch Beine macht, weil wir können uns diese Führungslosigkeit und Orientierungslosigkeit tatsächlich nicht leisten in Zeiten, in denen Rechtspopulisten in Landesparlamenten mit 25% einziehen. Auch das hätte beispielsweise mal ein Thema sein können, wo eine Kanzlerin meine Einordnung Warum sagt sie nichts zu mir? Also sie hat sich ja... Sie hat sich ja zum Beispiel zu dem Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer zu der Sicherheitszone in Syrien auch geäußert in der Bundestagsfraktion beispielsweise. Aber es geht hier zum Beispiel um die inhaltliche Frage. Da sind wir leider nicht dabei. Um die inhaltliche Frage der Grundrente. Genau diese Verschiebung. Da geht es eben nicht nur um parteipolitische Meinung, sondern es geht darum, machen wir etwas, was am Ende vertretbar ist für dieses Land und übrigens auch für die junge Generation, wenn dort heute Milliarden versprochen werden. Und da sage ich und da sagen viele bei uns, da ist uns das, was jetzt besprochen wurde, noch nicht ausgereift genug, dass wir es vertreten können. Gucken Deswegen wir brauchen wir jetzt hin. Noch Zeit. Herr Steingart, warum sagt die Bundeskanzlerin nichts? Warum führt sie nicht? Tja, ich glaube einerseits tatsächlich auch so eine Kanzlerenergie entweicht irgendwann. Deswegen haben die USA sich entschlossen, nicht so viele Perioden hintereinander zu machen. Wir haben das bei Helmut Kohl auch erlebt. Gleichzeitig hängt die Führungsfrage auch damit zusammen. Ja, das ist der eine Aspekt. Das andere, es gilt hier nicht irgendwen zu ersetzen. Auch wenn ich sage, die Zeit ist wahrscheinlich abgelaufen. Frau Merkel ist von allen Politikern, die ich getroffen habe, und ich war in den USA, ich habe Herrn Putin zum Abendessen getroffen, viele dieser Herren. Ja, ganz toll. Und Frau Merkel, muss ich sagen, ist die für mich beeindruckendste Politikerin geblieben, auch gegenüber amerikanischen Politikern. Warum? Sie hat unfassbar gute Nerven, sie ist präzise in ihrer Strategie. Analyse von Sachen. Sie tut dann nicht alles, wozu sie sozusagen schlussfolgert. Und ich glaube, dass jetzt einfach, sie hat keine Idee, das, was Frau Weißmann sagt, von der Zukunft. Sie hatte aber bis dahin eine. Und deswegen wird es schwer, sie zu ersetzen, einerseits. Und gleichzeitig ist es notwendig zu ersetzen. Beides. Es wird schwer und es ist notwendig. Und das ist schwer zu verstehen, auch für eine Partei, auch für eine Bevölkerung. Wir werden dieser Kanzlerin nachweinen und werden trotzdem froh sein, wenn wer Neues kommt. Ist das der Grund für das schlechte Erscheinungsbild der Bundesregierung? Frau Dunst, dass die Kanzlerin keine Kraft und keine Vision mehr hat? Ich glaube, dass man eine Sache bedenken muss, dass wir diese Situation noch nie hatten. Wir hatten noch nie, dass vor Frau Merkel kein Bundeskanzler hat, fast zu Beginn einer Wahlperiode, nämlich ein Jahr nach der Wahl, gesagt, im Übrigen, ich höre zum Ende dieser Wahlperiode auf und gebe jetzt das Parteiamt ab und bin aber bereit, bis zum Schluss durchzuziehen. Ich hatte Frau Merkel ehrlich gesagt so verstanden, dass wenn das jetzt besonders gut läuft und dieser Übergang geregelt wird, ist sie auch bereit, früher abzutreten. Sie hat gesagt, ich bin bereit dazu. Mhm. Und dieses Vakuum, was entstanden ist, dass jemand mit so einer langen Vorankündigung sagt, er geht, füllt natürlich oder ruft Leute auf den Plan. Es ist ja sehr lange, 3 Jahre einen Übergang zu organisieren. Das kann gut laufen, indem man sich gut vorbereitet und sich vielleicht einigt in einer Partei. In der CDU läuft es gerade extrem schlecht. Ihre Schwierigkeit ist aber, sie hat den Parteivorsitz abgegeben und sagt, sie kümmert sich nicht mehr oder sie mischt sich nicht mehr in die CDU-Angelegenheiten ein. Ja. Täte sie das, würde man sagen, sie schwächt Frau Kramp-Karrenbauer. So heißt es, sie hilft ihr nicht. Würde sie versuchen, ihr Amt, ihr Kanzleramt sozusagen, ihre Kanzlerschaft nach außen so zu verkaufen, dass sie Frau Kramp-Karrenbauer international irgendwo mitnimmt nach New York oder Washington oder auf eine ihrer Reisen, würde man sagen, sie organisiert den Übergang. Das ist undemokratisch. Sie ist ja nicht eine Königin, die etwas abgibt, sondern es ist immer noch eine Sache, die gewählt wird. Insofern ist die Schwierigkeit, dass sie einen Übergang organisieren muss, ohne sich den Zorn von irgendjemandem zuzuziehen. Und wir alle, finde ich,
haben das so ein bisschen oder unterschätzen das vielleicht, was das auch für eine Regierung und eine Partei bedeutet. Wir haben keine Blaupause, wir können uns an nichts erinnern, weil das eben eine ganz ungewöhnliche und einmalige Sache ist. Aber ist es auch gut? Ich meine... Ja, ich finde ein geordnetes, das ist ja die Möglichkeit eines geordneten Überganges, ohne dass die CDU schon abgewählt ist, sondern sie sagt es rechtzeitig und man kann sich das, man kann die guten Kräfte, die diese Partei hat, in Stellung bringen. Das ist jetzt nur, weil es so lang ist, ich meine, jeder kann sich überlegen, wenn er einen Chef hat, der sagt, in 3 Jahren gehe ich übrigens, dann ist einfach sehr viel Zeit, wo man das auch wirklich versäumen kann, diesen Übergang gut hinzubekommen. Aber Tatsache ist ja, was Kevin Kühnert auch angesprochen hat, in der ganzen Zwischenzeit müsste eine Koalition ja gut zusammenarbeiten. Sie müsste auch was wie Visionen entwickeln. Sie müsste was tun, weil sie hat ja ein Land zu regieren. Aber wie es um Zustand und Qualität der Zusammenarbeit bestellt ist, zeigt das Beispiel, was Kevin Kühnert auch schon angesprochen hat. Es ist ihr erster großer Vorstoß als Verteidigungsministerin. Annegret Kramp-Karrenbauer fordert einen internationalen Militäreinsatz in Nordsyrien. Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten. Doch die Idee ist mit dem Außenminister von der SPD nicht abgesprochen. Heiko Maas wird nur per Kurznachricht informiert und reagiert verschnupft. Von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Daraus wird schnell eine SOS-Diplomatie. Ich finde schon, Frau Kramp-Karrenbauer muss endlich ankommen im Kabinett. Bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen in Ankara kritisiert Maas die Initiative seiner Kabinettskollegin offen. Überall wird uns gesagt, es sei kein realistischer Vorschlag. Deshalb nur haben wir die Zeit genutzt, uns mit den Themen auseinanderzusetzen, die wichtig sind für die Menschen in Syrien jetzt. Diesen Auftritt von Maas in der Türkei kommentiert CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen schroff. Das ist ein peinlicher Moment deutscher Außenpolitik. Und CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier schreibt, es ist in der Tat seit Jahrzehnten für jeden Politiker klar, dass man vom Ausland aus weder Politiker der Opposition noch der eigenen Regierung kritisiert. Herr Kühnert, Heiko Maas ist eigentlich ein erfahrener Mann. Warum passiert es dem, dass er in Ankara neben dem türkischen Außenminister stehend den Vorschlag seiner Kabinettskollegin in Wahrheit der Lächerlichkeit preisgibt? Weil Innenpolitik heute Außenpolitik ist und andersrum. Das sieht man ja an genau solchen Beispielen. Also deswegen ist bei allem Respekt das, was Peter Altmaier da vorbringt, sicherlich lange Zeit die Spielregel gewesen. Ob es sich in jedem Moment noch so durchhalten lässt, würde ich im Moment ein Fragezeichen hintersetzen. Wir sehen das in Zeiten von Einwanderungsgesellschaften. Türkische Innenpolitik findet bei uns statt und unsere dann auch vor Ort bei so einer Pressekonferenz. Er ist ja auch gezielt versucht worden, auch vorgeführt zu werden vom türkischen Minister dort in dieser Pressekonferenz. Es ist eine schwierige Situation gewesen. Und man darf eben auch nicht vergessen, er ist da auch von der Verteidigungsministerin von Annegret Kramp-Karrenbauer in eine schwierige Situation gebracht worden. Also einen Tag, bevor sie ihren Vorschlag veröffentlicht hat, saßen die Koalitionsspitzen zusammen zu einem Koalitionsgipfel. Das wäre der Ort gewesen, so einen Vorschlag einzuspeisen und zu sagen, ich habe mir was überlegt in meinem Ministerium. Wie sieht's aus? Macht ihr mit? Macht ihr nicht mit? Wie bewerten wir die Rolle von Russland, die da im Moment mit reingehen? Was hat das alles mit der NATO zu tun? Mhm. Sie hat die Gelegenheit nicht genutzt. Ich verstehe das taktische Kalkül dahinter, nämlich zu sagen, dann hätte die SPD ihr am Sonntag gesagt, sie macht nicht mit bei solchen Abenteuern und dann wäre der Vorschlag tot gewesen. Aber das sagt dann wiederum vielleicht viel über die Tatkräftigkeit oder die Möglichkeiten einer solchen Regierung aus, wenn man sich im 1-zu-1-Gespräch miteinander nicht traut, Karten auf den Tisch zu legen, sondern dann am nächsten Tag um die Ecke kommt. Und das, was Sie eben gezeigt haben, das ist dann die logische Konsequenz daraus. Warum passiert es Annegret Kramp-Karrenbauer, Herr Ziemiak, dass Sie dem eigentlich zuständigen Außenminister in der Frage lediglich eine SMS schickt? Ich glaube, dass wenn das passiert wäre, was Kevin Kühnert gerade gesagt hat, wäre genau das eingetreten. Die SPD hätte sowieso zu allem Nein gesagt. Die SPD führt die Außenpolitik, also das Auswärtige Amt, seit vielen Jahren. Und unsere Positionierung ist in der Welt einfach nur, egal was passiert, ob Syrien oder ein anderer Krisenherd, wir sagen, wir sind besorgt. Wir rufen alle auf, an einen Tisch zu kommen und ermahnen. Aber wir tun nichts.
Trump ist irre, Erdogan, mit dem sprechen wir nicht, dann gibt es Assad, Putin ist ganz schlimm, mit Boris Johnson wollen wir nichts zu tun haben. Deutschland ist moralisch auch in der Außenpolitik, vor allem durch SPD-geführte Außenpolitik, völlig überhöht. Und jeder konkrete Vorschlag, wie jetzt der von Annegret Kramp-Karrenbauer, den übrigens Wolfgang Ischinger begrüßt hat, Jean-Claude Juncker und viele andere, war zumindest ein Versuch, konkret etwas vorzuschlagen. Und dass ein nochmal, dass ein deutscher Außenminister gemeinsam mit seinem türkischen Außenministerkollegen diesen Vorschlag der Verteidigungsministerin in der Türkei kritisiert, natürlich haben die Türken gar kein Interesse daran, dass wir dort ein internationales Mandat bekommen, das ist wirklich eine Schande. Kann man so zusammenarbeiten, Herr Steingart? Und dann auch noch auf Stimmen von Wählerinnen und Wählern hoffen? Ja, man kann, aber das ist schon, die Sollbruchstellen sind da jeden Tag sichtbar. Da fehlt die Vertrauensbasis, und aber es fehlt tatsächlich schlimmer noch als das Vertrauen. Ich würde nicht sagen, dass andere Koalitionsregierungen sich Tag und Nacht vertraut haben. Mhm. Wir dürfen nicht die Begriffe aus der Partnerschaft und Liebesbeziehung auf die Politik übertragen. Mhm. Auch wenn wir Journalisten das manchmal tun, dass es geht um Interessen. Aber die gemeinsame Vorstellung von Zukunft, die fehlt. Und ich glaube, die hat natürlich bei Rot-Grün am Anfang oder auch bei Genscher und Helmut Kohl. Man muss eine Vorstellung haben, wo das Land in 10 Jahren sein soll. Und zwar so eine Vorstellung, die gar nicht auf dem Papier steht, sondern man fasst sich blind bei den Händen und hat eine Idee davon. Und ich glaube, dass das fehlt, seit langem fehlt. Man kommt über die Runden. Man hat 2 Spezialdisziplinen als Politiker. Die eine ist dran kommen und die andere ist dran bleiben. Und das Publikum erwartet aber noch was Drittes. Sie nicken, Herr Ziemiak, aber die müsste eigentlich von Ihnen kommen, die Idee. Sie sind ja Generalsekretär. Genau. Deswegen werden wir das, also das, ich teile das, weil wir diskutieren in dieser großen Koalition vor allem über neue Leistungen, wie zum Beispiel bei der Grundrente, wenig über die Frage, wie bezahlen wir das eigentlich. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten über die Frage der Konjunktur sprechen. Wir haben eine Thematik, wie ist die Politik der EZB übrigens. Darüber, das spielt momentan in der Diskussion keine Rolle. Über diese Fragen aber wollen wir auf den... Aber verstehen Sie das, ja, ich verstehe das, Vision, und deswegen wenn Sie sagen, ja, wie können wir das bezahlen? Natürlich. Ist das also eine Vision? Nein, die Vision ist doch die Frage nicht nur, wie wollen wir leben, sondern auch, wovon wollen wir leben? Wie gestalten wir Europa? Wie lösen wir die Fragen der Migration? Wir tun gerade so, als ob diese Fragen gelöst werden. Nochmal, die Stabilität des Euros tun wir auch so, als ob alles momentan ruhig wäre. Das ist es nicht. Das wird in Zukunft eine Rolle spielen. Die Frage der inneren Sicherheit. Schauen, kürzlich die Tage ist jemand eingereist, der nach Deutschland nicht einreisen durfte. Ein Clanchef ist in Bremen wieder aufgetaucht und stellt einen Asylantrag. Das stellt den ganzen Rechtsstaat der Lächerlichkeit preis. Und deswegen sage ich, wir müssen jetzt auf diesen Parteitag, wir haben dazu Anträge über die Frage der sozialen Marktwirtschaft, über die Frage, wie verändert sich Gesellschaft in der Zeit der Digitalisierung. Darüber müssen wir sprechen. Und deswegen geht es nicht nur um Personen, sondern die inhaltliche Unterfütterung der Frage, was will die Union? Ich habe wenig Hoffnung, dass auch in dieser großen Koalition ein Zukunftsplan für die nächsten Dekaden entwickelt wird. So realistisch muss man sein. Kann man das nicht in großen Koalitionen, Frau Weisband, weil die Parteien irgendwie ihre Unterscheidbarkeit gar nicht herausarbeiten können? Ich fürchte, dass die Frage der Unterscheidbarkeit eine Frage des Taktierens wird an irgendeiner Stelle. Und das ist etwas, dem wir ständig begegnen, gerade wenn die SPD versucht, sich von der CDU abzuheben, wenn man fragt, was ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass man dann oft bei Politik, die sinnvoll wäre, nicht so abstimmt, wie man abstimmen sollte oder nicht so spricht, wie man eigentlich sprechen möchte, aus inhaltlichen Gründen, weil man Angst hat, wo beschneiden wir irgendwie unser Wählerpotenzial, wo setzen wir uns nicht genug ab, wie die SPD jetzt zum Beispiel bei der Frage des des Tempolimits zwar die Idee unterstützt hat, aber dagegen gestimmt hat, aus taktischen Gründen. Das ist für mich sehr symbolisch für das, was im Moment passiert. Und alles, was Sie gerade gesagt haben, als Vision formuliert, sind in Wirklichkeit Reaktionen auf das, was jetzt gerade uns um die Ohren fliegt. Ob es jetzt die Konjunktur ist, Stabilität, Migration. Mit einer Vision meine ich aber auch so etwas wie ein Menschenbild. Was ist in Zukunft, was ist in 50 Jahren Familie? Wie definieren wir das? Was ist Würde? Was ist Würde in einer digitalen Welt? Wie lassen sich überhaupt unsere ganzen Gesetze auf eine digitalisierte Welt anwenden? Wie müssen wir Bildung neu strukturieren? Alle diese Fragen sind große Fragen, für die man ein geteiltes Menschenbild braucht. Und solange es das nicht gibt, aber solange man auch nicht mal darüber redet, hat man ein riesiges Problem, überhaupt sinnvolle, zielgerichtete Politik zu machen. Frau Dunst, Sie haben eine Biografie geschrieben über Annegret Kramp-Karrenbauer.
Kann es sein, dass sie dafür jetzt keine Zeit mehr hat, weil sie sich auch noch das Verteidigungsministerium aufgehalst hat und solche Gedanken, Ideen, Menschenbilder für die Union gar nicht oder die CDU nicht mehr formulieren kann? Das sind zwei Jobs, das ist klar. Insofern ist sie zeitlich gebunden, ja. Auf der anderen Seite war ja ihre Ausgangssituation oder das, was sie ja machen wollte, ist, dass sie durch das Verteidigungsministerium, wenn sie das führt, bundespolitisch überhaupt mehr vorkommt. Sie hätte nie im Bundestag sprechen können, weil sie kein Bundestagsmandat hat. Jetzt geht sie außenpolitisch auf die Bühne. Damit hat sie natürlich ein breiteres Feld, was sie bearbeiten kann und wie man sie auch mehr wahrnimmt. Was ich bei Frau Kramp-Karrenbauer beobachtet habe, ist, dass sie im letzten Jahr, als sie Generalsekretärin war, ist sie ja mit sehr starkem Schwung gestartet. Da war die Union in ihrer vielleicht schlimmsten Krise. Die Unionsfraktion stand vor dem Bruch. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat etwas gemacht, was die Partei nicht kannte. Sie hat Brandbriefe geschrieben. Sie hat der Partei erklärt, wie die Situation ist, wie dramatisch sie ist, wie groß der Streit zwischen CDU und CSU ist. Und dieser Schwung, mit dem sie kam und auch mit dieser Unbefangenheit eigentlich, der ist gegangen ein paar Wochen, nachdem sie Parteivorsitzende war, die ersten Fehler passierten. Und wir wissen das alles, wie wir miteinander umgehen. Das wird so brutal, sage ich mal, in der Auseinandersetzung Fehler zu kritisieren und jemanden dann immer wieder darauf anzustoßen und anzusprechen, dass ich glaube, Frau Kramp-Karrenbauer aus diesem Tal im Moment nicht richtig rauskommt. Dann kommt der nächste Lapsus oder das nächste, was ihr so widerfährt. Und sie kriegt sie kommt im Moment nicht in die Vorhanden. Und das ist bedauerlich, weil sie vor einem Jahr ganz anders gestartet war. Also ist sie jetzt auch nicht in der Lage, das zu entwickeln, was Frau Weißmann und andere wollen? Eine Vision, eine Idee, ein Programm? Also ich glaube, sie wäre intellektuell natürlich in der Lage dazu. Es kommt auch ganz viel auf das Konrad-Adenauer-Haus natürlich an, auch auf Herrn Ziemiak, der mit einem Grundsatzprogramm dann schreibt und das entwickelt. Zwei Jobs sind für ihr Machtstreben wichtig und auch das, was sie werden will, nämlich Kanzlerkandidatin, um Visionen zu entwickeln, glaube ich. Wenn man ein Talent dazu hat und die Fähigkeit mitbringt, kann man das mit zwei Jobs machen. Das traue ich ihr durchaus zu. Da muss man nicht sagen, dass sie von einer Sache abgehalten wird. Ich glaube, ihr Problem ist im Moment, dass sie nach einer Reihe von Fehlern, die sie gemacht hat, jetzt in einer Schleife drin ist, dass man ihr so einen Vorschlag, ich sehe das anders als Sie, Herr Kühnert, den sie zu Syrien gebracht hat, der erstmal zerpflückt wird, weil man irgendwie das Gefühl hat, das kann man bei ihr abladen, das ist nicht gut. Der Vorschlag war etwas Neues, das war etwas Mutiges. Wie sie es eingefädelt hat, war einigermaßen dilettantisch, würde ich sagen. Aber dass sie dafür derart von der SPD gehäckselt wird, das war für die Große Koalition ein schlechtes Image. Herr Kühnert. Ich bin ganz fasziniert darüber, wie wir bei einer Parteivorsitzenden der führenden Regierungspartei und Verteidigungsministerin uns quasi schon daran ergötzen, dass überhaupt mal ein Vorschlag zustande gekommen ist. Also es gibt ja quasi schon Applaus dafür. Mensch, sie hat was zustande gebracht. Da ist was aufgeschrieben worden. Es ist vielleicht nicht so toll, aber es ist ein Vorschlag. Wir sind aber nicht im Förderunterricht in der dritten Klasse, wo man irgendwie mal was ausgemalt hat. Herr Kühnert, ich glaube, das war ungefähr geschätzt am 80. Tag von Frau Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin. Ja. Und ich finde, das kann man so ein bisschen noch mit einrechnen, dass sich jemand ein paar Tage in sein Amt einarbeiten muss und dann mit einem Vorschlag kommt. Das sollten wir ja auch. Ja, aber jetzt verschwimmen ja hier die beiden Ämter in ihrer Person zusammen. Die Parteivorsitzende ist sie jetzt schon ein gutes Jahr. Sie hat auch vorher eine verantwortungsvolle Position gehabt. Ich traue ihr auch die intellektuellen Kapazitäten zu. Und trotzdem sehe ich nicht, wo Vorschläge für irgendetwas gekommen sind. Bleiben wir in ihrem Bereich jetzt der Verteidigungspolitik. Sie hat eine klare Warnung, das ist korrekt, auch von der SPD zum Amtsantritt mit auf den Weg bekommen. Wir erinnern uns an diese
denkwürdige Plenarsitzung, die nicht im Bundestagsplenum stattgefunden hat, wo Rolf Mützenich eine deutliche Rede in ihre Richtung gehalten hat, bei Fragen des 2%-Ziels der NATO. Damit muss man nicht übereinstimmen, aber man kann jetzt nicht sagen, die SPD hat hinterm Berg gehalten, welche außenpolitischen und sicherheitspolitischen Vorstellungen sie hat. Dann muss man auf einen Partner frühzeitig zugehen und versuchen, einen Konsens zu finden und nicht ihn am Montag übertölpeln, nachdem man am Sonntag noch zusammen am Tisch gesessen hat. Und auch zu den ganzen anderen genannten Themen, die Liste von Frau Weißband wäre ja beliebig fortzusetzen, kenne ich keine Vorschläge. Und ich ärgere mich wirklich grün und blau darüber, weil ich sehe, was meine Partei auch an programmatischer Arbeit in ihrem Erneuerungsprozess in den letzten 2 Jahren leistet. Kommt ja super was aber, rüber. Ja, was nicht zur Geltung kommt. Sie kennen meine Position zur Großen Koalition, weil wir einen Sparringspartner haben, bei dem überhaupt gar kein einzelner Ball zurückfliegt. Wir sind mittlerweile für eine Reaktivierung der Vermögenssteuer, die es zuletzt unter Helmut Kohl gab, ist nicht zu machen mit der Union. Wir würden gerne die Rente über 2025 hinaus sichern, ist nicht zu machen mit der Union. Wir fordern gerade den Wirtschaftsminister auf, dass wir mal eine Wasserstoffstrategie in Deutschland bekommen, ist keine richtige Bewegung drin. Wir würden gerne ein Recht auf Arbeit, auf Qualifizierung und Weiterbildung machen, um diesen Hartz-IV-Blödsinn mal hinter uns zu lassen, ist alles nicht möglich. Wir kommen nicht ins Laufen, weder als Partei noch als Gesellschaft, weil da eine Partei uns gegenüber sitzt, die ihre Führungsfragen nicht geklärt hat, wo der eine den anderen anmotzt die ganze Zeit und wir nicht zum Arbeiten kommen und uns dann freuen, wenn einmal was zu Papier geht. Aber das ist ja schon. Aber das ist ja das Interessante mit dem. Mit dem Umgang miteinander und mit dem Anmotzen hat Kevin Kühnert recht. Aber wenn das, und das sind ja die inhaltlichen Vorschläge der SPD auf Zukunftsthemen, nämlich Ideen aus der Mottenkiste, jetzt über neue Steuern zu kommen. Ja, neue Steuern, Vermögensteuer soll die Antwort für Zukunftsfragen sein und neue Sozialleistungen. Unser Problem ist doch nochmal zur Rente, und zwar nicht nur zur Grundrente, dass wir immer weniger junge Menschen haben und die Frage sich stellt, wie finanzieren wir eigentlich die Rente in Zukunft? Und das geht nicht durch Versprechen von neuen Leistungen. Und das ist das, was mich umtreibt. Und was wir auf diesem Parteitag machen, die Frage der Zukunftsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft. Und übrigens, wir haben ein, wie ich finde, wichtiges Papier zur Digitalplattform D, wie wir es genannt haben. Kein Mensch interessiert Papiere. Ja, und kein Mensch interessieren Papiere und die Diskussion über Ideen und über das Grundsatzprogramm der CDU, wenn wir uns die ganze Zeit nur mit der Situation der GroKo und Personaldiskussion beschäftigen. Und man sieht, dass wir über diese Papiere beraten, aber der Fokus so sehr auf diesen Personaldebatten ist, dass wir inhaltlich nicht nach vorne kommen. Und jetzt nochmal abschließend, wenn es uns als Union, und das sehe ich ganz selbst, wenn wir es nicht hinbekommen, in den kommenden 12 Monaten uns inhaltlich so aufzustellen, unabhängig von dieser großen Koalition, sondern zu sagen, was wir wollen, in der Landwirtschaftspolitik, viele Bauern, ja, viele Bauern in Deutschland fragen sich, wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? Das müssen wir beantworten und deshalb müssen wir jetzt die Hausaufgaben machen und nicht diese alten Ideen diskutieren. Hausaufgaben machen war ein Satz, den man permanent in der Griechenland-Krise gehört hat und ihn schon gar nicht mehr hören konnte. Aber ich würde es gleich mal anwenden. Hausaufgaben machen hätten Sie müssen beim Thema Grundrente. Wir haben es angesprochen, dann gehen wir doch inhaltlich mal dran. Denn daran sieht man, dass die Bundesregierung in der Frage jedenfalls nicht handlungsfähig zu sein scheint. Koalitionsstreit seit Monaten. Dabei sind Union und SPD sich eigentlich einig. Beide wollen die Einführung einer Grundrente. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Und zwar in Höhe von 10% oberhalb des Grundsicherungsbedarfs. Schon im Mai legt der Arbeitsminister von der SPD seinen Gesetzentwurf vor. Die Grundrente soll jeder bekommen, der mindestens 35 Jahre gearbeitet und dabei schlecht verdient hat. Wir haben dafür gesorgt, dass das ordentlich gerechnet ist und dass man das alles bezahlen kann, und zwar in guten und auch in schlechten Zeiten. Doch die Union findet das Vorhaben viel zu teuer. Diese Rente fällt ja nicht vom Himmel. Sie wird finanziert entweder durch das Geld der Beitragszahler oder, wenn es steuerfinanziert ist, durch das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Genau deshalb steht auch schon im Koalitionsvertrag: Voraussetzung für den Bezug der Grundrente ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung. Damit würden bei der Einführung rund 130.000 Menschen von der Grundrente profitieren. Kosten 200 Millionen Euro im ersten Jahr. Doch die SPD lehnt inzwischen eine Bedürftigkeitsprüfung ab. Somit würden etwa 3 Millionen Menschen profitieren. Kosten laut SPD-Plänen 3,8 Milliarden Euro.
Ein Kompromiss könnte nun sein, dass nur das Haushaltseinkommen, nicht aber das Vermögen überprüft wird. Morgen wollten die Koalitionsspitzen den Streit eigentlich beilegen, doch das Treffen wurde wegen offener Punkte auf kommenden Sonntag verschoben. Herr Steingart, ist die Grundrente ein so wichtiges Thema und so bedeutend auch für die Unterscheidbarkeit der Parteien oder für deren jeweiligen Gesellschafts- und Politikansatz, dass man daran die Koalition fast platzen lassen müsste? Also ich bin sicher, dass sie daran nicht platzen wird, weil man sich im Grundsatz ja geeinigt hat. Und ich glaube, man muss ein Scharlatan sein, um zu sagen, dass diese Menschen, um die es da geht, nicht eine Aufstockung verdient hätten. Ich glaube, da gibt es niemanden im politischen Spektrum, der das sagt. Das kann man auch gar nicht sagen. Aber, und da sind wir beim Thema sozusagen Zukunft, diese Grundrente wird ja deswegen gemacht. Warum? Weil unser Rentensystem für diese Menschen, die prekäre Arbeitsverhältnisse haben, die es so, als Adenauer unser Rentensystem 57 erfunden hat, gar nicht gab. Das war nicht vorgesehen, diese unterbrochenen Erwerbsbiografien. 9 Millionen Menschen mittlerweile in Beschäftigungsverhältnissen, die nicht ein Leben sozusagen ermöglichen. Und obwohl ich ein wirtschaftsnaher Mensch bin und versuche, Wirtschaft zu verstehen, sage ich, wenn der Friedrich Merz sagt, das Erscheinungsbild der GroKo ist grottenschlecht, dann sage ich, das Erscheinungsbild des Kapitalismus ist für Millionen Menschen auch grottenschlecht. Das ist aber daraus die Schlussfolgerung, dass jetzt noch mehr Sozialleistungen einfach so sozusagen verteilt werden als Almosen, das würde ich sagen, ist die Antwort jetzt akut, wie wenn einer vom Fahrrad fällt, hilft man dem wieder drauf, aber das ist keine Verkehrspolitik. Dann habe ich dem aufs Fahrrad geholfen. Verkehrspolitik ist, ich trenne die Fahrzeuge und die Fahrräder, ich mache vielleicht also Autos. Mindestlohn erhöhen beispielsweise. Oder ein Rentensystem bauen, Herr Gühnert, das... Ich meine, wir haben eben nicht mehr die Familie, wir haben nicht mehr die geburtenstarken Jahrgänge, wir haben weniger Menschen seit meinem Geburtsjahrgang, 62, eine Halbierung der Geburtenrate. Aber viel mehr Produktivität in der ganzen Zeit. Exakt. So, und jetzt haben wir eine Digitalisierung, die viele geistige Tätigkeiten auf Maschinen überträgt. Wir werden eine, und deswegen ist es schade, dass Frau Weißmann, dass die Piraten verschwunden sind. Wir haben eine Digitalisierung. Frau Weißmann ist ja nicht verschwunden, die sitzt ja noch hier. Ja, Gott sei Dank. Also wir haben es zu tun mit ökonomisch so anderen Bedingungen, die diese Rente so nicht mehr, die gibt es so nicht mehr in 10, 20 Jahren. Die ist einfach nicht sicher, das muss Norbert Blüm einsehen. Deswegen hilft diese Grundrente oder Respektrente jetzt akut, das ist ein Pflaster. Das rettet aber uns nicht vor der Aufgabe, ein neues Rentensystem zu bauen. Das ist ein abendfüllendes Thema, aber ich will nur sagen, ja zu dieser Grundrente, aber sie ist nicht die Antwort auf die Probleme. Und in welcher Form dann? Mit Bedürftigkeitsprüfung oder ohne Bedürftigkeitsprüfung? Darum geht es ja im Moment. Ja, darum geht es im Moment. Aber aus meiner Sicht müsste es darum gehen, wie bauen wir ein Rentensystem, das heute sind es 9 Millionen, übermorgen 15 Millionen prekär Beschäftigte. Das Rentensystem ist tatsächlich aus heutiger Sicht auf der Lohnseite falsch gebaut. Die Löhne gehen zurück, die Lohnquote geht zurück, der Maschinenanteil, die Produktivität steigt. Wir brauchen ein Rentensystem, das wechselt auf die Kapitalseite. Und zwar nicht für den Einzelnen, fangt an, alle zu spekulieren. Staatsfonds Norwegen ist ein Thema. Eine obligatorische Kapital gedeckt. Es gibt so viele Themen, wollen wir gar nicht vertiefen, will jetzt gar keiner hören. Ich sage nur, ein Systemwechsel ist hier das Thema aus meiner Sicht, nicht ob Bedarfsprüfung oder nicht. Ich weiß, ohne Bedarfsprüfung würde ich sagen, ist schwierig, weil dann kriegen es vielleicht auch welche, die es nicht bekommen. Aber wieder wie bei Hartz IV sozusagen den Leuten die Pistole an die Brust und am Ende muss ja einer nach Hause kommen, das überwachen und kontrollieren. Hängt da noch ein Gemälde an der Wand? Wie sind die Eigentumsrechte an dem Häuschen? Habt ihr das geerbt? Muss überhaupt erst mal jemand einen Antrag stellen. Und man muss überhaupt erst mal die Größe aufbringen, zum Grundsicherungsamt zu gehen und zu sagen, ich trete vor die Solidargemeinschaft, vor den Staat und bekenne, trotz über 35 Jahren Arbeit komme ich nicht über die Runden und bitte jetzt um Unterstützung von der Gemeinschaft. Und wir wissen, und das ist das perfide Kalkül, der Bedürftigkeitsprüfung, dass wir ganz genau von jedem Beispiel, wo wir das im Sozialstaat haben, wissen, dass die Hälfte nicht hingeht. Und zwar nicht nur das, da sparen wir ein bisschen Geld, na herzlichen Glückwunsch, sondern die gehen nach Hause und haben Groll gegenüber unserem Sozialstaat und unserer Demokratie, weil sie sagen, ich habe mich abgerackert und am Ende muss ich noch die Hosen runterlassen dafür. Das ist die Respektlosigkeit dabei. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit auch gegenüber der Steuerzahlergemeinschaft. Wenn die Steuerzahlergemeinschaft aufkommen soll für Menschen, die in Wahrheit nicht bedürftig sind, kann das auch jeder Steuerzahler, jede Steuerzahlerin auch als ungerecht empfinden. Ja, gucken wir mal auf die Begrifflichkeiten. Die Union hat mal, als dieses Konzept aufkam, einen ganz schönen Begriff benutzt. Damals hieß das Lebensleistungsrente.
Dieser Begriff gibt ja einen Hinweis darauf, was euch eigentlich wichtig war. Es ist nämlich das, was uns auch wichtig war, die Anerkennung der Lebensleistung. Jetzt ist es so, dass die Lebensleistung eines Menschen unabhängig davon ist, was in seinem Umfeld passiert. Die Leistung ist unabhängig von meinem Ehepartner, die Leistung ist unabhängig davon, in welchem Haus ich wohne. Die Leistung ist erbracht. Es geht immer auch um Respekt und Anerkennung gegenüber den einzelnen Leuten. Wir kennen das sonst nirgendwo in unserem Alterssicherungssystem. Wenn ich ein Professoren-Ehepaar habe, die beide nach einem langen Erwerbsleben in die Rente gehen, könnten wir alle uns hinstellen und sagen, von einer Professorenpension kann man in Deutschland zu zweit wunderbar leben. Würde niemand auf die Idee kommen, weil völlig klar ist, beide haben gearbeitet, beide haben ihren Anspruch daraus und deswegen wollen wir, dass das eine Leistung ist. Das kann man ja so sehen. Wir wollen nicht, dass es eine Sozialleistung ist, sondern sich im Rahmen der gesetzlichen Rente bewegt und die Logik der Rente ist nun mal, es ist eine Entsprechung für die Arbeit, die ich Zeit meines Erwerbslebens geleistet habe. Das ist ja gerade ein Bruch mit dem Äquivalenzprinzip. Ein gewollter Bruch, wenn man so will, es ist ein gewollter Bruch mit dem Äquivalenzprinzip, weil das eben für diese Biografien nicht trägt. Deswegen ist es ein Bruch, es ist eben nicht beim Professoren-Ehepaar, sie hat verdient, er hat verdient, beide haben eingezahlt, so ist es hier nicht. Es ist ein Bruch, aber ein gewollter Bruch, weswegen man trotzdem die Frage doch stellen darf, darf einfach der Steuerzahler sozusagen einfach so ins Obligo gehen? Ich glaube, es ist ein klassisches Dilemma. Beide haben recht. Sie kriegen ja Applaus, wie man ja gerade gesehen hat. Wenn Sie immer neue Leistungen fordern, die der Staat bezahlt, kriegen Sie immer Applaus. Ich finde die Debatte, die wir mittlerweile in Deutschland haben, ein bisschen schräg. Wir haben, der Bundeshaushalt hat heute 100 Milliarden mehr als noch vor 10 Jahren. Wir haben einen Staat, wo der Staat mehr als jeden zweiten Euro für Sozialleistungen ausgibt. Das müssen wir uns einfach mal vergegenwärtigen. Und wenn wir das vergleichen auch mit anderen Industriestaaten, dann haben wir einen Sozialstaat, der so gut ausgestattet ist wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und trotzdem erzählen wir den Menschen die ganze Zeit, es wird alles immer schlimmer. Das stimmt nicht. Wir müssen auch mal darüber sprechen, wer erwirtschaftet das und wie bezahlen wir das übrigens noch zur Zukunftsfähigkeit. Wir versprechen heute 3, 4, 5 Milliarden. Und sagen aber nicht, wie das in 10, 15, 20 Jahren bezahlt werden soll. Deswegen sage ich, Vermögensteuer kommt wieder. Ja. Für alles, was die SPD vorschlägt, soll die Vermögensteuer haften. Also das ist ja über Erbschaftssteuer reden. Oder Erbschaftssteuer, das sind die alten Neiddebatten, die wir schon aus den 90er Jahren kommen. Aber was wir brauchen, im Koalitionsvertrag haben wir eine Formulierung gefunden. Ich verstehe jetzt nicht, warum die SPD Schwierigkeiten hat, sich erstmal an diesen Vertrag zu halten, so wie wir das bei den anderen. Stimmt eigentlich, Herr Kühnert, den haben Sie ja unterschrieben. Ja, wollen wir jetzt noch mal die Debatte aufmachen? Ihr fordert beim Soli, dass wir komplett abschmelzen gegenüber dem, was wir reingeschrieben haben. Vielleicht halten wir einfach mal fest, dass Koalitionsverträge auf 4 Jahre nicht mehr der Geschwindigkeit entsprechen, in dem wir politische Debatten führen. Mhm. Und ich habe es ja eben versucht, gerade herzuleiten. Die Diskussion kommt eigentlich aus einer anderen Quelle. Es ging um die Anerkennung von Lebensleistung. Es verträgt sich aus unserer Sicht eben nicht mit einer Bedürftigkeitsprüfung. Und wir sehen doch auch einfach die gesellschaftliche Aufgeladenheit. Das macht nun mal einen Unterschied, ob es um 300.000 oder um 3 Millionen Leute geht. Aber warum soll jemand was bekommen, der es nicht braucht? Warum? Geht doch nicht um nicht brauchen. Also als würden da, jetzt kommen dann wieder gleich die Zahnarztgattin und davon sitzen dann plötzlich 2,5 Millionen in der Gesellschaft rum. Das ist, finde ich, wirklich respektlos. Es geht um konkrete Menschen. Ich bin heute Taxi gefahren in Berlin, Ende 60-jährige Taxifahrerin, über 30 Jahre in der Gastro gearbeitet, 2 Kinder großgezogen, später Taxi gefahren, jetzt eigentlich im Rentenalter, Rentenanspruch knapp über 600 Euro. Genau um diese Leute geht es da am Ende. Die fährt jetzt noch Taxi. Aber die bekommt es auch mit der Bedürftigkeitsprüfung. Die weiß ja nichts über ihre Vermögensverhältnisse. Nochmal die Frage, wie kann denn jetzt ein Kompromiss aussehen? Am Wochenende war zu lesen, hat dann aber Jens Spahn hinterher getwittert, geeinigt ist nichts. Sagt er, jetzt sah es so aus, es sollten zwar die Einkommen geprüft werden, aber nicht die Vermögen. Ist das der Kompromiss, auf den sich die CDU einlassen würde? Weil ganz ehrlich, damit würde sie ihre finanzpolitische Glaubwürdigkeit, glaube ich, verlieren. Also wir haben ja jetzt den Koalitionsvertrag, das ist die Grundlage. Alles, was wir dann am Ende gegebenenfalls mit der SPD machen, muss sich ja daran orientieren. Und das zu heißt für uns, es muss eine Bedürftigkeitsprüfung geben. Die Frage ist, es muss am Ende kein Bürokratiemonster sein, das stimmt. Aber am Ende muss es diejenigen treffen, die es auch brauchen. Genau solche Beispiele, aber nicht diejenigen, die ein großes Vermögen beispielsweise haben. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie teuer wird das eigentlich? Sprechen wir hier über 200 Millionen oder sprechen wir über 4 Milliarden? Mhm. Wenn wir
eher beim Letzteren sind, kann ich Ihnen sagen, wird die Union das nicht mitmachen, weil es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern es geht um eine redliche Politik für unser Land, dass wir am Ende nicht heute eine Politik machen, die die junge Generation am Ende nicht finanzieren wird können. Geht es nur noch um Parteipolitik, Frau Dunz, in der Frage eigentlich dann doch? Wenn ich mir das jetzt heute Abend zwischen Ihnen beiden angucke, dann würde sich für mich dieser Eindruck bestätigen. Herr Kühnert, ich bin auch ehrlich gesagt total verwundert, dass Sie der Union vorhalten, dass Sie eine Führungsdebatte führt oder eine Personaldebatte. Das, was die SPD eigentlich seit Jahren macht, ist eine Debatte über ihre Vorsitzenden zu führen, die abzusägen. Aber wir arbeiten also, ja eben noch. Was haben Sie jetzt seit einem halben Jahr? Versuchen Sie, einen Parteivorsitz zu kreieren? Jetzt gehen zwei Duos in die... Das sind unsere internen Fragen, ja. Ja, genau. Sie brauchen über ein halbes Jahr dafür, um jemanden an die Spitze zu stellen. Erst will nicht mal jemand das kommissarisch übernehmen. Aber wir sind bei der Grundrente arbeitsfähig. Es geht ja um den Eindruck, wie Sie an... Also nochmal, Sie haben jetzt zwei Duos, die beide beschädigt sind, beide beschädigt in die Stichwahl gehen, weil sie sehr niedrig ausgestattet sind sozusagen mit dem beide um 20%. Also bei einer Beteiligung von 53%. Auch noch bei einer niedrigen Beteiligung. Also da der, Entschuldigung, da also der, jetzt Herr Kühnert, nein, wirklich? Also Sie lenken ab von dem großen Problem, das die SPD selber hat. Sie stellen sich... Das sagen Sie bitte meiner Parteispitze, dass ich ablenke von der Situation. Mir wird immer vorgeworfen, ich rede die ganze Zeit über die Probleme der SPD. Aber ich erlaube mir schon auch zu sagen, wo meine Partei mal was vernünftig macht. Und ob es das gute Kita-Gesetz ist oder jetzt, also Hubertus Heil hat im Mai seinen Vorschlag zur Grundrente vorgelegt. Genau. Wir haben in der Wenn Sie im Mai einen Vorschlag vorlegen und wir haben jetzt November, schon da würde ich mich fragen, geht das nicht etwas schneller? Ist das wirklich so schwer, dass Sie... Aber die Frage ist ja, Frau Dunz, an wem liegt das jetzt? Und kann es noch einen gesichtswahrenden Kompromiss zwischen beiden auch ganz unterschiedlichen Haltungen geben? Also, wenn sich diese Große Koalition allen Ernstes an dieser Frage der Grundrente zerlegt, dann haben Sie es auch echt nicht besser verdient. Das kann nicht sein, dass Sie bei so einem wir wissen, im Koalitionsvertrag niedergeschrieben, im Mai vorgelegt. Jetzt wird daran immer noch irgendwie rumgeschraubt. Auch ich muss echt sagen, dass Sie das morgen Abend nicht zustande kriegen. Das wird jetzt noch mal verschoben, weil es dann besonders gut werden soll. Am Ende wird es vermutlich ein Kompromiss, der für alle gesichtswahrend ist und der dann letztendlich wieder eher so eine halbe Sache ist. Ich finde, das ist ein wirklich schlechtes Erscheinungsbild, dass Sie eine wichtige Frage rumschleppen, zum Teil auch zerreden, in der Zwischenzeit beide Parteien ihre Führungsfragen nicht geklärt haben. Und das legt sich für mich tatsächlich als ein Imageschaden über diese Große Koalition. Und ich finde, ehrlich gesagt, mit diesem, was Sie beschreiben, was Sie auch alles zum Teil schlecht reden, machen Sie diese Arbeit der Großen Koalition wirklich nicht leichter, Herr Kühnert. Was aber passieren kann, wenn die immer noch sogenannten Volksparteien von Wahl zu Wahl mehr an Zustimmung verlieren, das hat sich vergangenen Sonntag gezeigt und drückt sich aus in einem Ergebnis, mit dem man dann im Grunde genommen überhaupt fast gar nichts mehr anfangen kann. Selbst eine ganz große Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP hätte keine Mehrheit in Thüringen. Das gab es noch nie. CDU-Landeschef Mike Moring signalisierte nach der Wahl zunächst Gesprächsbereitschaft mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten von der Linken. Wenn das eine neue Voraussetzung ist, dass in der Mitte das nicht möglich ist, muss man zunächst gemeinsam darüber reden, was ist für das Land jetzt überhaupt möglich. Was allerdings nicht möglich ist, da hat die Bundespartei klare Vorstellungen. Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben. Moring selbst bringt inzwischen eine Minderheitsregierung unter seiner Führung ins Spiel aus CDU, SPD, Grünen und FDP. Michael Heim, Morings Fraktionsvize, schließt sogar eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht aus. Diese sei eine konservative Partei. Er sagt, es gibt ja in diesem neu gewählten Landtag auch eine bürgerliche Mehrheit rechts von dieser ganzen Situation. Denn CDU, FDP und AfD hätten eine Mehrheit von 48 Stimmen. Frau Weißband, ist das jetzt gleichsam schon ein Blick in die Zukunft? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir müssen diese Situation offensichtlich unter Kontrolle kriegen. Und deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken darüber, nicht nur irgendwie, wie kann ich mich politisch für meine Themen, für mein Menschenbild engagieren, sondern
Warum schaffen das auch die Parteien nicht, mit denen ich mich wirklich auf fast nichts einigen könnte wie die CDU, die ich aber trotzdem irgendwie in einem demokratischen Diskurs als Hauptgegner gerne hätte? Einfach nur, weil, wenn wir nicht über die Themen sprechen, über die wir dringend sprechen müssen, und das ist die Rente, das ist die Bildung, das ist der Pflegenotstand, diese Liste, dann fallen Menschen auf die einzigen Leute rein, die irgendwelche populistischen Antworten, irgendeine blöde, imaginierte gesellschaftliche Vision aus den 50ern, die es nie gegeben hat, rumpflastern und sagen, hier sind übrigens die Schuldigen, irgendwie die Ausländer sind schuld. Mhm. Aber ich verstehe auch, dass es wenig gibt, was dem entgegenzusetzen ist. Und alles, was wir tun, und ich schließe da alle großen Parteien mit ein, ist immer zu sagen, die AfD ist schlecht, die sind irgendwie böse, mit denen dürfen wir nicht. Das ist aber nicht, was funktionieren wird. Sondern was funktionieren wird, wird nicht, sich an der AfD abzuarbeiten, sondern selbst Antworten zu entwickeln, die die Antworten der AfD obsolet machen. Und das ist das... Wenn ich eine Analyse versuchen dürfte, ist, die SPD und die CDU sind beides ältere Parteien. Und in einer Partei, die lang genug besteht, schleicht sich irgendwann so ein Prozess ein. Eine Funktionärsmentalität, die nicht, weil Menschen doof sind oder böse, sondern einfach, weil sie in diesem Prozess Partei sind. Und sie müssen innerhalb dieser Partei nach oben kommen, um irgendwelche Macht zu kriegen. Es ist ein Modus, an den man sich gewöhnt und wo es viel um Personalien geht. Und die Menschen, die am höchsten kommen, sind die Menschen, die sich am meisten mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben und die in genau diesen Bahnen denken. Aber in dieser Zeit des Umbruchs brauchen wir andere Menschen. Wir brauchen Menschen, die in anderen Bahnen denken. Und es ist wichtig für diese großen Parteien, sich jetzt nach außen zu öffnen, viel mehr mit den jungen Menschen zu sprechen, Strukturen zu schaffen, die diesen Austausch mit der Bevölkerung gerade in den inhaltlichen Fragen erleichtern. Dann können wir wieder mehr über Inhalte sprechen. Aber... Zunächst stellen sich hier jetzt ja ganz, ganz schwierige strategische Fragen. Sie hatten es gesagt, Herr Ziemiak, Sie wollen keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist das, was Frau Weißband angesprochen hat. Klare Abgrenzung zur AfD. Herrn Heim, den wir gehört haben, der versucht, das aufzulösen, kriegt dann gleich Widerspruch, vielleicht aus der Funktionärspartei, weil das die Antwort ist, die man dann üblicherweise parat hat. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bremer Bürgerschaft, Thomas Röwekamp, hat gesagt, er erwarte, dass die Thüringer Union diese Person aus der Partei ausschließe. Marco Wanderwitz, immerhin parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, twittert, Leute wie Herr Heim haben in der CDU nichts verloren. Ist das dann eine gute Antwort für die Zukunft, so jemanden schnell auszuschließen? Nein, ich glaube, wir sollten nicht über irgendwelche Ausschlussdebatten führen, sondern klar ist für uns, die AfD ist weder eine konservative noch schon gar nicht eine bürgerliche Partei, weil das sind ganz andere Werte, die ich mit konservativ und auch mit Bürgerlichkeit verbinde. Das ist zum großen Teil sogar das Gegenteil davon. Und jeder, der jetzt auf die Idee kommt, zu sagen, naja, die AfD wäre ein Partner, der soll bitte auf den Bundesparteitag kommen, das sagen, dann entscheiden wir das. Und dann sollte man sich selber die Frage stellen, ist man richtig in der CDU aufgehoben? Denn ich sage Ihnen, und ich kenne unsere Partei sehr gut und ich kenne den Beschluss beim letzten Mal. 99,99% sehen das genauso, wie der Parteitag das beschlossen hat. So, und deswegen ist unsere Position klar. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber im Ergebnis gibt es für uns keine Option in der Zusammenarbeit mit Linken und AfD. Die Position ist vielleicht klar, aber die Situation ist nicht klar. Ja, die Situation das ist ja das, deshalb ja. Hatte ich eben gefragt, ist das die Zukunft, dass die alten Parteien, wie Frau Weißband gesagt hat, da kommt man aber schon gefährlich nah an eine Beleidigung über diese Parteien, die üblicherweise die AfD macht, dass diese Parteien nicht mehr in der Lage sein werden, gemeinsam Mehrheiten zu bilden, um eine Regierung zu bilden. Das ist ja die Situation im Moment, wo Mike Moring sagt, er würde es versuchen, eine Minderheitsregierung unter eigener Führung hinzubekommen. Heißt aber, er wird bei manchen Abstimmungen auf Stimmen der AfD oder aber der Linkspartei angewiesen sein. Wie soll denn der das lösen? Naja, ob
jetzt so eine Mehrheit zustande kommt, muss man sehen. Und wenn er daran arbeitet mit SPD, Grünen und FDP, ist dann keine ist eine Minderheit. Und dann muss man sehen am Ende, wie das funktionieren soll. Ich kann Ihnen das heute ehrlicherweise nicht beantworten. Die Frage ist aber nicht... Was empfehlen Sie ihm denn? Ich brauche Ihnen keine Empfehlung zu machen. Ich kann nur sagen, unsere Positionierung ist klar bezüglich AfD und Linkspartei. Aber das ist ein bisschen alles. Kopf in den Sand und sagen... Nein, was heißt Kopf in den Sand? Der Mike Moring kennt Thüringen wesentlich besser als ich und auch die politische Situation dort. Und deswegen, er führt ja jetzt die Gespräche und die soll er tun. Die sind ja auch noch nicht mal begonnen und schon gar nicht beendet. Unsere Prämisse, und das hat der Bundesparteitag klar gemacht, ist auch meine feste Überzeugung, meine persönliche, gibt es keine Zusammenarbeit nochmal mit Linken und AfD und alles andere. Muss man jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Nur nochmal, es darf ja nicht, unser Ziel muss ja nicht sein, als politisch Handelnde, dass wir sagen, Hauptsache, wir haben irgendeine Mehrheit gegen die AfD, egal was dort im Spektrum ist. So werden wir kein Vertrauen gewinnen. Was wir brauchen, ist auch nicht Wählerbeschimpfung. Was wir brauchen, ist eine Agenda, wofür wir stehen, dass die Ursache, so wie Frau Weißmann es gesagt hat, bei einem großen Teil der Wähler, die AfD oder Linke gewählt haben, wegfällt, weil sie sagen, naja, das, was Regierende oder Parteien machen, gar nicht verkehrt ist, sondern Probleme tatsächlich lösen. Und es geht von Pflege, Infrastruktur, innerer Sicherheit, Bekämpfung Clankriminalität, als auch die Frage der Migration. Aber noch mal hingeguckt jetzt auf Thüringen, Herr Steingart. Tut man dann einfach so, als könne man das nicht auflösen? Irgendwas muss ja passieren. Das müssen Parteipolitiker unter sich entscheiden. Ich würde eher sagen, man muss grundsätzlich auch mal in der Lage sein, Gedankenexperiment durch Herrn Höcke und diese unangenehmen Gestalten durchzugucken, auf die Wähler zu schauen, auf die Interessen dahinter. Und dann muss es doch möglich sein, ein Viertel der Wähler in Thüringen oder eben auch 20% woanders zu adressieren, ernst zu nehmen und zu gucken, was sind materielle Gründe. Für mich sind AfD-Wählen ist so ähnlich wie den Notausschalter zu drücken. Es brennt irgendwo und einer drückt den Notausschalter. Den Notausschalter, mit dem macht man keine Koalition, den heiratet man nicht, den hängt man sich auch nicht hin, aber der hat eine Funktion. Und diese Partei und in der Demokratie ist hier eine Funktion, hier funktioniert was nicht. Hier ist eine Kommunikation gestört, hier sind bestimmte Themen nicht berührt, die Leute haben Ängste, keine Ahnung, tausend Dinge, zu kompliziert, um einfach zu sagen, ja, nein, mache ich nicht. Insofern, ich würde mit den Wählern die Kommunikation aufnehmen und würde uns das als Gesellschaft auch empfehlen, auch Medien, sich nicht daran zu beteiligen. Vom Ich zum Wir heißt doch, im Übrigen der neue Slogan von Bernie Sanders in den USA, vom Ich zum Wir ist keine schlechte Parole für eine Gesellschaft, die sich polarisiert und über diese Frage auch dabei ist, sich zu polarisieren, aus meiner Sicht ohne Not. Kommunikation hilft eine Menge, zuhören, verstehen und dann zu gucken, was gemeinsam geht, nicht mit Herrn Höcke. Ich verstehe doch jemanden wie Herrn Ziemiak, der sagt, das wollen wir doch auf gar keinen Fall, die sind nicht Bürger. Herr Kühnert, die SPD ist in Thüringen nicht sonderlich stark geworden, deshalb hat sie da keine echte gestalterische Macht, aber trotzdem muss doch irgendwas passieren. Na gut, die SPD hat genauso wie die Grünen vor dieser Wahl gesagt, wir wollen gerne die Koalition fortsetzen, die wir vorher hatten. Die hat keine Mehrheit bekommen. Was aber bleibt, ist das Bekenntnis zu diesem Dreierbündnis, was gut in unseren Augen funktioniert hat. Und um das herum, alle drei Parteien nun gesagt haben, eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit aufbauen zu wollen. Deswegen verstehe ich das, was Herr Moring im Moment macht, ehrlich gesagt, als den Versuch, ein bisschen davon abzulenken, dass er über 10 Prozentpunkte Minus eingefahren hat, indem er eine Flucht nach vorne antritt. Was mich besorgt, ist was ganz anderes. Es gibt bei uns auch, hat lange Zeit Diskussionen gegeben über Zusammenarbeit mit den Linken. Ich komme aus Berlin, wir haben hier in Berlin Rot-Rot gemacht zu Zeiten, da war das in der Bundes-SPD auch noch alles Pfui-Deibel. Was trotzdem nicht geht, finde ich, was trotzdem nicht geht, nach so einer Wahl, und wir reden hier von Herrn Höcke, nicht von irgendeinem Hinterbänkler sonst irgendwo, ist immer wieder dieses Spiel zu spielen, sowohl mit AfD als auch mit Linke nicht. Ich will nicht missverstanden werden. Ich verstehe eure Rolle. Ihr müsst die Linke bescheuert finden, aus ideologischen Gründen gerne auch persönlich. Nee. Wenn ihr die Bürotür zumacht, muss da eine Dartscheibe hängen mit dem Bild von Bodo Ramelow drauf und da könnt ihr den ganzen Tag Pfeile drauf werfen, das ist kein Problem. Aber so zu tun, als sei das so zu tun, als sei das in einem Atemzug zu nennen, ist der beliebteste Politiker dieses Bundeslandes. Er hat mit seiner Partei die Wahl gewonnen. Er genießt bei der Hälfte eurer Wählerinnen und Wähler in Thüringen eine große Anerkennung. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, gleichermaßen mit denen wie mit denen arbeiten wir nicht zusammen, löst A kein Problem, denn die beiden zusammen stellen über die Hälfte der Mandate im Landtag. Und es ist am Ende des Tages eine Verharmlosung von jemandem, der nicht ohne Grund mittlerweile Faschist genannt werden darf. Und das bitte darf nicht die Grundlage der Debatte sein. Also, ich sag's nochmal.
Im Ergebnis steht für uns doch fest, weder mit Linken noch mit AfD, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich würde Herrn Ramelow auch nicht mit Herrn Höcke vergleichen. Ist doch logisch und selbst erklären, das tut keiner. Es geht auch nicht um Herrn Ramelow aus unserer Sicht. Es geht auch nicht um Parteipolitik oder Ideologie. Es geht um eine Partei, die grundsätzlich ein anderes Gesellschaftssystem möchte, ja, als Union, nämlich wo das christliche Menschenbild im Mittelpunkt steht, wo auch das Individuum zählt, nicht nur im Kollektiv denken, wir wollen keinen Sozialismus. Und die Linke ist eine Partei, deren Teile vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wenn wir als Union jetzt sagen, naja, Mehrheiten, dann können wir mitregieren, dann eben noch notfalls mit den Linken, und der Ramelow ist ja gar nicht so schlimm. Das wäre wirklich der Gipfel der Beliebigkeit. Und wenn wir das täten, dann verlöre die CDU zu Recht an Glaubwürdigkeit. Frau Dohn, zum Schluss. Glauben Sie, dass die Koalition noch 2 Jahre hält? Ja, es ist immer schwierig zu sagen, wenn dann und so weiter. Ich glaube, wenn sie dieses Jahr übersteht, also beide Führungsfragen, oder Sie müssen ja erstmal vorlegen, Sie müssen ja erstmal Ihre Führungsfrage klären, dann wird die CDU da eine offene Frage haben. Wir sind nach dem Parteitag dran. Und so. Wenn da Sicherheit und Stabilität einkehrt, kann das halten. Und ich glaube, alles, was weiter ins Jahr 2020 geht, dann haben Sie noch eine EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland zu meistern und so weiter, dann kann das in sichere Bahnen kommen. Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, was jetzt in diesem November sich abspielt. Entweder bricht es sozusagen in Kürze oder ich glaube, man zieht es dann irgendwie durch bis 2021. Das schauen wir uns an. Danke für die Diskussion. Ingo Zamperoni macht mit den Tagesthemen weiter. Ingo, was macht ihr? Ja, wir schauen ebenfalls auf die Zwistigkeiten beim Regieren in der Großen Koalition, die ja trotz allem noch zusammenbleibt. Andere ziehen Konsequenzen, weil die Resultate nicht stimmen. Der FC Bayern München hat am Abend Trainer Niko Kovac entlassen. Dazu gleich mehr in den Tagesthemen. Das also jetzt in den Tagesthemen. Danke, Ingo. Und danke an Sie, meine Damen und Herren. Tschüss und auf Wiedersehen.